Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein neues Gadget gekauft, also respektive ein Smart TV, ein Philips 43PUS 7906 mit Ambilight. Nach dem Intro geht's los. Willkommen zurück. Ich habe das Teil mal aufgehängt an die Wand. Wir haben jetzt nur den Stromanschluss. Ich habe weder ein Kabel eingesteckt für die Antenne, noch habe ich im Moment ein Netzwerkkabel eingesteckt. Einfach nur den Strom. Wir probieren das mal einrichten. Als erstes wählen wir mal die Sprache Deutsch. Wir gehen mal auf Wi-Fi und mal schauen, ob das funktioniert. Das hat ein 5G Wi-Fi Netzwerk haben. Jetzt sind wir gespannt, ob das Teil verbindet. Scheint es funktionieren. Jetzt müssen wir sich hier noch anmelden. He? Ich habe das Google-Betriebssystem drauf und die wird dann noch nicht mehr wissen, wer man ist. So, jetzt meldet sich das Teil bei Google an. Werden wir es akzeptieren, nehme ich mal an. Ah, da schlägt er jetzt gerade mal Tabs vor, da würde ich sagen, die müssen wir gerade mal installieren. Wo sind wir denn daheim? Schweiz. Ich habe gar keinen Satellit. Ich kann auf konfigurieren. Ja, ich glaube, das ist nicht so toll. Wir machen mal weiter. Er macht jetzt einen Kanalsuchlauf, er wird ja logischerweise nichts finden. Die Idee wäre eigentlich, dass ich da hinten Fernsehen schaue über das App von Sunrise UPC. Also rein nur über das App und über das WLAN, da muss ich kein Antennenkabel einstecken. Sollte das nicht funktionieren, müsste ich dementsprechend dann schnell das Antennenkabel einstecken. Das wäre kein Problem, den Anschluss habe ich. Aber ich will das eigentlich gar nicht. So, der sinnlose Suchlauf ist durchgelaufen, hat wie erwartet keinen Kanal gefunden, hätte mich erstaunt, wenn er das gefunden hätte. Ja, das müssen wir akzeptieren und herzlich willkommen. Fertigstellen. Und jetzt hoffe ich doch, dass das Google... Ah, schau, siehe da, wir haben schon das erste Update. Ja, wäre ja langweilig, wenn nicht. Ja, das ist nur 1,34 GB. Das ist ja nicht einmal so viel. Dann würde ich sagen, laden wir das mal runter, installieren das Teil und schauen nachher weiter, ob wir dort das App runterbringen. Alles ist runtergeladen und jetzt können wir einen Neustart machen. Halleluja. Jetzt wollte ich schon wieder Kanal suchen. Und wir haben immer noch kein Kabel dran. Das Home-Taste gedrückt. Schauen wir jetzt auch. So, jetzt probieren wir mal das Sunrise App abzuladen. Dort oben ist es. Jetzt weiss ich nur noch, wenn ich da durchkomme. Vielleicht kann ich aufs Suchfenster gehen. Genau, jetzt kann ich das nehmen. Und installieren. Schaut also. So, jetzt ist das abgeladen. Jetzt machen wir das Ding mal auf. Und jetzt ist das Prozedere wie immer. Mal anmelden. So, jetzt habe ich mich angemeldet. Benutze noch ein Passwort.
Und jetzt hat er schon Schnäppchen. Ich denke, momentan wird Russland es vermeiden, wirklich offen aggressiv gegenüber die östliche, gegenüber Ja, funktioniert. der NATO Schauen wir okay vom Umschalten her, passt. Ja, das wäre es etwa gewesen, zu dem Fernseher einrichten. Fernsehen schauen ohne Fernsehkabel über die App, via Internet. Funktioniert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich freuen für einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. So, ich habe den Fernseher jetzt eingerichtet. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber das Bild ruckelt wie Sau. Und zwar sowohl über WLAN als auch Netzwerkkabel, die ich jetzt angeschlossen habe, fix auf Verkabelung. Ich habe die Glotze gestern bestellt, heute bekommen und ich werde die morgen wieder umschicken. Würde also nicht mehr kaufen, weil der Prozessor ist irgendwie, glaube ich, jetzt langsam.